Willkommen zurück bei City Skylines. So, kurzer Überblick. Das hier ist nach wie vor der Vogelsangpark. Da wird noch alles, da kommen noch ein paar Bürogebäude hin und da wollte ich ja dann auch noch ringsrum so ein paar normale Wohngebiete erstellen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal das hier hinten fertig. Hier haben wir dann beim letzten Mal, war das, noch die Modern Train Station gebaut. Mit den Zügen. Denen wir aber wohl nicht folgen können, wenn die in die Tunnel reinfahren. Zumindest war es beim letzten Mal so, dass die da immer weggeschaltet haben. Gut, ich sehe auch gerade, ich habe auch neue Regionalbahnen, glaube ich, waren das, als Mod runtergeladen. Und da passen wohl jetzt anscheinend bis zu 320 rein. Ich finde es ein bisschen eigenartig, dass die das Gleis wählen, weil wir das ja beim letzten Mal noch abändern mussten. Aber was soll's? Ja, der Flieger rasiert erstmal 3-4 Bäume weg. So, komm, gib mal ein bisschen Gas hier. Sind die langsamer, die neuen Züge? Warum ruckelt denn der sich hier aufs Übelste ein ab? So. Ich wollte mal mitfahren, einfach mal schauen. Das wird langsam unser Städtchen. Das ist Wahnsinn, also wenn ich da zurückdenke. An die ersten paar Folgen, da ist nicht viel gewesen. Bloß hier hinten ganz klein angefangen. Mittlerweile haben wir so viel gebaut. Aber es geht munter weiter. Wir haben noch einiges am Platz über, wo wir uns noch ausbreiten können. Und hier kommt dann direkt die nächste Haltestation. Okay, hier will wohl keiner zusteigen. Den nächsten nehmen wir noch mit und dann bauen wir weiter. Wie viele Einwohner? 129.000. Wow. Okay, das wird ja langsam. Bisschen Industrie können wir gebrauchen, sehe ich gerade. Ach, da kommen wir schon raus. Cool. Na toll, da steht gerade eine an. Da hat die wahrscheinlich direkt die Leute mitgenommen. Auch nur 6. 240. Okay. Na gut. Was steht denn hier rum? Ach, die ganzen Leute von der Holzindustrie. Ah, okay. Das ist ja auch schon die Holzindustrie. Wartet mal. Ich glaube, da habe ich mich dann beim letzten Mal vertan. Hier oben sollte die eigentlich halten. Das sehe ich jetzt erst. Die sollte eigentlich im Wohngebiet halten, die Bahnstrecke. Genau an der Station und nicht im Holzgebiet. Verdammt. Naja, wie dem auch sei. Flugzeuge bringen einiges an. Dürfte ganz gut mit um den Nahverkehr stehen. 13.500. Ich glaube, das war schon mal ein bisschen mehr. So, wie weit waren wir hier? Ein paar Wohngebäude. Ja, wie gesagt, ein bisschen Industrie bräuchten wir. Können wir eigentlich mal machen. Wir können mal schauen, ob wir irgendwo Öl oder... Ach, hier unten ist Erz. Hier drüben hätten wir Erz. Das blaue ist Erz. Da oben hätten wir eine fette große Erzgrube. Da auch nochmal zwei fette große. Können wir da überhaupt hin? Dürfen wir da bauen? Ja. Okay. Tja, wo wollen wir das machen? Wollen wir das hier drüben machen? Guck mal, hier oben hätten wir Öl, da hätten wir Erz, da hätten wir eine schicke Autobahn, die wir selber gebaut haben. Da würde ich sagen, machen wir das hier. Aber als allererstes wollte ich, das war mir ein Bedürfnis, hier das mal abändern. Mit den Solarbetrieben. Und zwar haben wir ja durch die Mod hier hinten dieses Tesla-Feld, die Gigafactory. Bringen so viel Megawatt, davon bräuchten wir plus 2 oder 3 und hätten echt so gut wie ausgesorgt. Kostenpunkt 1440 pro Einheit und die kosten nur ein kleines bisschen weniger, brauchen dafür aber insgesamt mehr. Tja, wo bauen wir die hin? Entweder schön aufs Feld irgendwo, das würde mir gefallen, muss ich sagen. Von mir aus auch ein bisschen weiter weg, wobei wir dann wieder Stromkabel legen müssten. Oder wir machen das einfach hier. Wir machen das erstmal hier. Wir könnten uns ja später, falls es uns nicht gefällt, auch wieder ändern. Ich reiße jetzt einfach mal zwei ab und baue dafür eins hin.
Ach, guck mal, das nimmt gar nicht so viel Platz weg. Hoho, 7000 Megawatt, ey, da können wir den Rest einfach mal direkt platt machen. Das brauchen wir dann nicht mehr. Dann müssen wir bloß mal schauen. Genau, hier oben liegt noch eine Stromleitung an. Dass wir die erstmal woanders hinpacken. Nicht, dass uns nachher plötzlich der Strom fehlt. So, ich denke, bis hier rüber können wir gehen. So, dann können wir den Rest theoretisch komplett wegnehmen, abreißen. Und dürften dann nochmal hier nochmal eine Stromleitung abnehmen. Wir müssen aber nochmal eine zum Flughafen rüberführen. Ach komm, das passt jetzt nicht da. Was ist das? Ach, eine Feuerwache. Okay. Wir haben immer noch viel Megawatt über. Ist alles versorgt? Schauen wir noch mal. Und das nimmt echt wenig Platz weg. Finde ich eine geile Sache. Tesla. Sieht aus wie ein Schwimmbad. Ne, gefällt mir gut. Macht keinen schlechten. Und ein bisschen Geld sparen wir auch. Wir haben einen guten Cashflow von 55, 56.000. Wird gerade noch ein bisschen mehr. Jo, okay, gut. Da hat sich das schon mal erledigt. Könnten theoretisch gleich noch eins bauen, aber das reicht echt dicke. Okay, dann das hier unten. Das ist ja dann das Gebiet mit den Ärzten, nicht wahr? Ich schaue noch mal zur Sicherheit, nicht, dass ich hier verkehrt baue, genau. So. Und das hier oben war Öl. Jawohl. Mal schauen, ob ich irgendwo so ein paar Strandhäuschen oder sowas finde. Es gibt auch eine Mod, da kann man mehrere von diesen einzigartigen Gebäuden bauen. Das fand ich nicht so schlecht, muss ich sagen. Fein, das sieht gut aus. Fällt mir, sieht aus wie zwei so kleine Rennstrecken. Okay, hier haben wir auch, ach guck mal, hier haben wir sogar noch eine Zuglinie. Die könnten wir dann theoretisch direkt mal mit anbinden. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich baue jetzt hier mal zwei Frachtdingens. Ihr wisst, was ich meine. Einen Güterzugbahnhof, genau den. Einen hier. Und einen hier oben. Die brauchen dann nämlich, glaube ich, keine Haltestellen. Ernsthaft? Habt ihr das gesehen? Er hat uns jetzt hier einen Tunnel gebaut für 2 Meter. Na gut, was soll's. So, kriegen wir das Zeug schon mal aus der Stadt raus. Ja, hier fehlt natürlich alles. Wasser und so. Oh, wir brauchen Wasser. Kann man doch irgendwo ein paar Pumpen anschließen. Ja, hier drüben zum Beispiel. Brauche ich dann aber auch wieder Strom, deswegen mache ich das jetzt mal hier. So, reicht das jetzt, um voll zu werden hier oben? Reicht noch nicht ganz. Auch diese Teile. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie gut die sind oder was die machen. So eine Abflussteile brauchen wir auch wieder. Boah, sieht das kacke aus hier hinten. Das müssen wir alles mal irgendwann. Ach, das fließt hier drüben wieder rum. Ah, okay. Das dürfte nicht weiter rumkommen. Dann müssten wir die eventuell alle mal hier unten irgendwann hinbauen, hier so hin. Und könnten wir eigentlich mal anfangen. Ich mache das jetzt einfach mal. Hier unten die guten Klärwerke hin. Da bauen wir dann später noch weiter. So, die brauchen dann wieder Strom. Das machen wir dann direkt.
Und dann geht's oben beim Öl und beim... halt. Bei dem anderen Gebiet weiter. Okay, noch eine kleine Stromleitung gelegt und dann... Wo gehen wir da am besten hin? Na, ich wollte gerade klicken. Können wir nicht andauernd mit der Ort ist bereits belegt. So, das müsste passen, oder? Jawoll. Und da geht das los. Sehr gut, hier wird hier unten schön geklärt. Fein. Da-da-da. Da oben müssen wir hin. Erstmal eine schöne Leitung ziehen. Einmal ringsrum. Das passt schon so irgendwie. Ja, nice. Wunderbar. Und noch den Strom irgendwie herführen, aber vorher. Verbinden wir das erstmal hier alles noch ein bisschen. Brauchen wir noch eine gute Autobahnanbindung. Da müssen wir auch die Leute irgendwie hierher karren. Ich denke mal U-Bahn. Eine noch? Ja, komm. Das passt doch, oder? Nochmal eine Querstraße eventuell. So, ich denke, das reicht. Komm, hier auch noch. Gerade. So. Ach, was soll's. Okay, das reicht. Wunderbar. Da haben wir das. Und hier drüben auch noch derselbe Spaß. Gerade, wo wir dann nochmal Wohngebiete bauen, weil dort, wo wir jetzt das große Wohngebiet haben, das ist eventuell ein bisschen weit, bis die Leute hierher auf Arbeit finden. Das möchte ich denen nicht unbedingt antun. Theoretisch könnte es mir egal sein, wie weit die fahren müssen, aber vielleicht kriegen wir dann woanders nochmal ein bisschen besser was hin. Wie gesagt, ist ja noch genügend Platz da. Will er schon schräg machen hier? Na gut. Ja, okay. So. Sieht gut aus. Wie so eine Bohne. Jo, das hätten wir. Und dann... ich überlege gerade, wie wir das machen mit der Straße, mit der großen. Ist so
du was, ich lege jetzt erstmal eine Stromleitung. Was haben wir denn hier? Die bieten mir Strom an, die Mülldeponie, die... Keine Ahnung, bin mir da nicht sicher. Jetzt einfach mal... Na komm, das kriegen wir schon hin. So wie ich es mir denke. Jetzt hast du Strom. Ja. Gut, die werden dann später auch normal angefahren. Okay, das hätten wir. Ich habe dann, wie gesagt, noch so eine Straßenverbindung. Und ich denke, dann machen wir das, wie wir das bei den anderen auch schon gemacht haben. Einfach so ein Kreisel. Das ist ein bisschen zu hoch. Obwohl, warte mal, komme ich da... Da mache ich es halt hier drüben. Geht ja auch. So. Ein bisschen größer vielleicht. Sollte reichen. Welche Linie geht denn jetzt hier wo lang? Ich weiß jetzt gerade nicht von hier aus gesehen, welche nach oben und welche nach unten führt. Es müsste mal ein Auto vorbeikommen. Okay, die hier fährt nach oben, die hier führt nach unten. Rechts hoch, links runter. Gut. Ach, jetzt kommen Autos. Rechts hoch, links runter. Genau. Okay, da hätten wir das. Dann bräuchten wir theoretisch hinten bloß die Abfahrt bauen. Und eine große Straße nach hier. Ich überlege gerade, ob ich es mit Einbahnstraßen mache. Bis da hier so... 3 oder 4 oder 6 spurige oder was das sind. Eine hoch, eine runter. Ich probiere das mal. Ich fange mal hier an. So. Bräuchten wir theoretisch noch hier die Auffahrt, ne? Gefälle zu steil. So geht's. Und hier wieder dann so die Auffahrt. Ja, von mir aus, genau. Okay, das haut schon mal hin. Dann müssten wir hier hinten allerdings 2 machen. Einmal nach rechts und einmal nach links jeweils. So. Einmal so die Abfahrt. Das ist ja doof, das können wir anders machen. Ach komm, nehmen wir auch die. So, dann von hier drüben noch. So, wartet mal, erstmal hier rüber.
Na komm, hier gab es doch gerade einen blauen Punkt. So. Okay, und darunter. Genau, und dann von hier drüben noch hier drüben dran. So, da können sie alle irgendwo hin, wie sie das gerne hätten. Ach, guck mal, da kommen schon die ersten. Die fahren wir jetzt alle zu den Güterbahnhöfen, oder was? Krass. Ach, du meine Güte. Ein Tohuwabohu. Ohne, dass wir hinten was gebaut haben. Ja gut, da haben wir erstmal die Straßenanbindung alles hergerichtet. Das funktioniert. Da können wir dann beim nächsten Mal anfangen. Naja, hier Müllabfuhr. Genau, das können wir eigentlich machen. Das ist gar nicht so eine doofe Idee. Na, nicht schräg. Boah, wie sie alle angefahren kommen, ey. Ich fass es nicht. Genau, das mache ich jetzt für die Müllabfuhr. Damit die dann auch da wieder zurück können. So, die fahren dann hier unten raus und können dann hier über die Straße wieder zurück und direkt hier dann oben wieder zurück nach Lück. Zu Lück. So. Krass. 138.000 Einwohner haben wir mittlerweile. Ich hätte mal die normale Geschwindigkeit wieder machen können. Sie ist gerade bloß an den Autos, dass sie so schnell waren. Da ist ganz schön was los, ne? Krass. Okay, dann machen wir später woanders auf jeden Fall nochmal. Oh Gott, jetzt kommen die alle hierher gefahren. Okay, die für die Holzindustrie, die müssen erstmal hier den Umweg hier rüber fahren. Und dann fahren die hier lang. Da bauen wir denen hier unten direkt noch eine Straße, würde ich sagen. Könnten wir denn direkt eine dicke fette Anbindung, das machen wir jetzt einfach noch. Eine dicke fette Anbindung bauen, zwei Einbahnstraßen, eine die hier losgeht. Ich hoffe, das funktioniert. So, die kommt dann einfach darüber. Dann direkt noch einen Weg zurück, dass die da oben wieder direkt an ihr Holzlager ran können. Oh, hier staut sich's nämlich schon. Verdammt, ich hab's gewusst. Führt die Straße hier zurück. Ja. Dann können die von mir aus dann hier alle zurückfahren. So, dann müsste das mit dem Holz schon mal besser klappen. Da dürften die jetzt alle hier unten lang fahren und nicht erst den Umweg hier rüber. Da fahren die nämlich alle hier rüber. Zack, 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 zack. Dann hier rüber. Zack, 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 zack. Dann hier runter, 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 runter. Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. So, da haben wir das erstmal gelöst. Soll jetzt erstmal für einen Moment reichen. Da müssen wir später hier oben nochmal einen Güterbahnhof anbauen. Hier haben wir ja noch eine Zuglinie. Die fährt auch hier unten lang. Und da schauen wir mal. Ah ja, guck mal, das funktioniert. Da kommen die ersten. Wunderbar. Geile Sache. Haha. Ich freue mich, es funktioniert. Gut, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder, bauen die ganzen Sachen noch aus und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.